Ich bin Clara, Singer-Songwriterin und Bloggerin. Und ab jetzt wird mein Blog auch zum Podcast. Ich persönlich mag es, Inhalte nicht nur am PC oder auf dem Handy zu lesen, sondern auch nebenbei zu hören. Also gibt es ab sofort meine Gedanken zum Clara-Werden auch auf die Ohren. Für alle die, die es visuell mögen, bleibt natürlich der Blog mit Fotos und Videos. Also schaut doch gern auf www.clara-werden.de vorbei. Es gibt Tage, da flutscht es einfach nicht so. Nicht so, wie man will oder wie man es gewohnt ist. Seit dem 1. Januar brenne ich nun innerlich für die Idee, diesen Blog zu erstellen und mein Kopf rattert. Morgens, wenn ich aufwache, stürme ich an den PC und bin ständig dabei, Ideen aufzuschreiben und zu durchdenken. Ich wache echt früh auf, weil sich mein Kopf anschaltet, sobald ich kurz wach bin und kann nicht mehr einschlafen. Dann gestern neues Empfang bis nachts um 3 und heute, boah, bin ich platt. Ich kann mich nicht konzentrieren und habe das Gefühl, mein Körper fordert sich die Entspannung der letzten 10 Tage ein. Man hört ja immer von anderen, dass es Phasen geben wird beim Blogaufbau, in denen man nicht so vorankommt, in denen man alles hinschmeißen möchte. Und ich möchte bitte, bitte, bitte diese Phasen überspringen. Es ist doch so ein schönes Gefühl, wenn man weiß, was man will und sprüht. Aber leider braucht man sehr viel Zeit, um alles in die Spur zu bringen. Und nicht alles kann man allein und hin und wieder muss man auch mal ausschlafen. Ich habe mir heute Mittag eine Filmauszeit genommen und mich am helllichten Tag auf die Couch begeben und einen Film geschaut. Eine richtig schöne, seichte, liebevolle Schnulze. Tatsächlich Liebe. Die mein Mann nicht so gern mit mir schauen würde und habe mich total reinfallen lassen. Am liebsten hätte ich mich danach noch für einen weiteren Film eingemummelt und wäre gar nicht mehr aufgetaucht. Wenn mir nicht am Abend noch Besuch erwartet und dafür auch heute einkaufen müssen. Also habe ich mich aufgerafft und los. Später habe ich mich dann wieder an den PC gesetzt und Fotos rausgesucht, die ich euch gern immer wieder zwischen die Zeilen schieben möchte, damit ihr auch visuelle Einblicke in mein Sein und Werden bekommt. Das war echt unterhaltsam, weil ich mit der Zeit echt vergessen habe, was ich alles schon so geknipst habe und vor allem, was ich erlebt habe im letzten Jahr. Guckt ihr euch die vielen Fotos, die ihr so für Facebook und Instagram und so weiter macht, eigentlich hin und wieder an? Oder verschwindet das ganze Zeug in irgendwelchen Archivordnern? Ich kann euch das nur empfehlen für das Bewusstsein, wie viel Schönes man erlebt hat und doch schnell wieder vergisst. Ich bin dann immer sehr dankbar für mein bewegtes Leben. Zwischendurch rief mich dann mein Papi an, der mir einen kleinen lieben Vortrag hielt über Menschen, die zu viel am Computer sitzen und daher Augenprobleme bekommen und dass ich doch aufpassen und rechtzeitig auch mal zum Augenarzt gehen soll. Da ich kein Arztgänger bin, nur im äußersten Notfall, habe ich den lieb gemeinten Rat angenommen. Wann ich ihn umsetze, weiß ich noch nicht. Ich möchte mich gern rausreden mit momentan nicht nötig, ach, viel zu tun. Naja, warum erzähle ich euch von solchen Tagen? Na, einfach um zu zeigen, dass es auch bei mir Flauten gibt, dass es wahrscheinlich normal ist, auch wenn man glaubt, man hätte unendlich Energie. Ich überlege immer noch, warum die Energie an manchen Tagen schneller alle ist und woher ich neue bekommen könnte. Zum Meditieren war ich definitiv zu müde, da wäre ich eingeschlafen und vom Sitzkissen gekippt. Also habe ich einfach einen Gang runtergeschalten und es hingenommen, dass ich heute nur halbe Kraft fahre. Wenn man sich darauf einlässt, kann es sogar angenehm sein, nicht so auf Leistung zu fahren. Entschädigung für die leichte Schwere des Tages gab es dann am Abend. Selbstgebackene Pizza. Mein Schatz ist für mich der beste Pizzabäcker der Stadt. Naja, und tolle Gespräche mit einer Freundin, die aus einer Geschäftsbeziehung heraus eine Freundin geworden ist. Das finde ich total wertvoll, wenn man mit Menschen zu tun hat, die sowohl im Geschäfts- als auch im privaten Bereich super Partner sind oder werden. Gespräche mit einer Mischung aus Erfahrungsaustausch, aus Business und Privatleben, zuhören, reden, auch mal sinnlos quatschen und viel lachen. Ah, ich genieße das total. Und das war schon die zweite tolle Kommunikation in dieser Woche. Es erweitert, vervollständigt meinen Ideenkatalog und macht einfach Spaß. Naja. Und so endet ein Tag mit halber Kraft dann doch noch in wunderschönen Energien. Ich wünsche euch Tage voller Kraft. Bis dann. Das war's für heute. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut auf meinem Blog vorbei. www.clara-werden.de oder guckt auf YouTube, Facebook, Instagram. Dort findet ihr mich unter Katrin Clara Jantke und meine Musik unter anderem bei Spotify.
Da sucht ihr am besten nach Clara Jetzt, so heißt mein aktuelles Album. Tja, und wenn ihr mehr hören wollt, dann gibt's bald eine neue Folge. In der erzähle ich euch, wie es weitergeht, auf dem Weg Clara zu werden und was die nächsten Schritte sind und wie ich sie gehe. Also, bis bald. Ciao.